Ganz herzlich willkommen, liebe GC-Fan, heute Abend an dem Samstag, 20. Januar 2024, live aus dem Stadion Wankdorf in Bern. Kommt halb hoch in 16er rein, wird geklärt von einem Eibespieler, gerade wieder zurück zum Rand, jetzt kommt der Höch rein und dann der Momo! Oh, nein, ist nicht drin, nein! Momo mit dem Kopfball, aber der Fotball-Bos ist da Stapli und können den Böllen in die Hand. Sorry für meinen verfrühten Schrei, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass der Momo zurückweichen mit dem Benito. Der Benito sieht dann aber hier vorne, der Gianvula. Der legt den Ball schön auf die Rechtsseite raus. Hinterhaltschuss wieder von Ugrinic. Du hast es ja schon mal angetönt. Ugrinic darf man einfach nicht schiessen. Er hat so einen starken Schuss. Im 5-Meter-Raum probiert man da den Böllen näher aufs Goal zu bringen. Der kommt dann auch näher in Richtung Hammel. Der bringt gerade noch die Faust raus. Rauf kann mal fürs Erste klären. Dann einen harten Einsatz vom Ibe-Spieler, aber der leitet sie schön zurück in 16 rein. Dann wird wieder das Hands moniert. Abschluss von Ibe. 2-3 Meter über aus. Ja, jetzt noch wieder eine gefährliche Aktion von den Bernern. Ja, so langsam nähert sich der Ball von den Berner in unserem Goal an. Das gefällt mir nicht so. Wir haben jetzt 3-4 Abschlüsse von den Berner, meistens zwei. Aber beide Mannschaften probieren hier aktiv zu agieren in der zweiten Halbzeit. Schöner Ball in Richtung gegen Vajo. Vajo läuft allein aufs Goal und verzieht 2-3 Meter übers Goal. Jetzt wirklich eine riesige Chance für unseren Grasshopper Club Zürich. Und diese Chance hat Philippe Alves. Er setzt sich durch. Mit viel Glück bleiben sie am Ball. GC insistiert, aber immer noch ist Ibe da. Im Strafraum innen. GC leider den Ball zurück. Hinterhandschuss und eine riesige Tat von Justin Hamel. Wo der Ball, also ich habe den Ball in der Masche gesehen, aber eine riesige Tat von Hamel. Ja, das hat es wirklich gebraucht, dass er da schnell am Boden war. Vor dem Momo mit dem Diagonalball in Richtung der Carvalho. Der Carvalho setzt sich schön durch im 16. Gegenwehr, schiesst ab. Und der Fonball muss mit einer Parade. Auch das eine gute Chance jetzt für Toppers. Ja, jetzt geht es hin und her. Beide Seiten hat man da hochstehende Chancen. Wir haben jetzt schon mehr Chancen gehabt in der ganzen ersten Halbzeit zusammen. Das ist. Du hast gesagt. Im Kopf legt man den Ball zurück. Aber Einlauf von Samida drückt ab. Geht sich aber frei. Zweiter Ball. Zweimal eine Riesenaktion von Justin Hamel, der den Ball kann entschärfen kann. Leck doch mehr. Das hat jetzt. Also. Eigentlich hätte der B-Pau müssen rein. Das sind jetzt wirklich 100%. Jetzt sind wir ganz recht über den Blue. Mit dem Ball, der noch zurückgelegt. Rudani! Nein! Ja, da ist jetzt der Rudani vergessen gegangen. In unserem Strafraum. Nach der 73. Minute wird der Rudani angespielt vom Blue. Und der hat dann wirklich kein Problem, den Ball in die weite untere Ecke zu versorgen. Zum 1:0 für Berner Young Boys, ja, schade, ich sage jetzt nicht unverdient, aber GC hat auch jetzt noch ein Unentschieden verdient. Schürf, nein, der Meier insistiert, so, nein, aber Ibe kommt wieder mit dem Rudani, im Strafraum, immer noch der Rudani drückt ab, aber ein weiterer Big Save von Justin Hamel, hätte also nicht gedacht, dass er den Ball holt, sensationell gemacht. Wieder sehr schnell am Boden gewesen, da unser Job. Jawohl, in dem Moment pfeift der Schiri ab. Das Spiel hier in Bern.